Hallo Elektronikfreunde, ich hatte ja im letzten Video diese LED-Lampe repariert, wobei eine richtige Reparatur war es ja nicht. Ich hatte ja nur dieses Schaltnetzteil ausgetauscht, weil sich das eigentlich nicht lohnt. Und dann kam natürlich dann die berechtigte Frage, na, warum geht denn hier das immer kaputt? Es war ja so, dass hier im Eingangsbereich, da war hier so ein Widerstand eingelötet und der ist nach dem Einschalten kaputt gegangen sofort. Und ja, und diese Frage will ich dazu mal hier versuchen zu beantworten. Und ich will nochmal generell auf das Thema primärgetaktete Schaltnetzteile kommen, denn es ist ein primärgetaktetes Schaltnetzteil. Und man sieht, ich habe hier auch schon noch diesen Kühlkörper, hier war so ein Kühlkörper drauf, abgemacht, um zu gucken, was es für ein IC ist. Und habe daraufhin dann mal den Stromlaufplan erstellt. Ich will zum einen natürlich auf den Stromlaufplan eingehen, weil mir da auch ein Fehler sozusagen aufgefallen ist irgendwie, also ein Designfehler. Und zum anderen will ich nochmal auf das Thema primärgetaktete Schaltnetzteile kommen, denn es gab einen anderen Kommentar in dem anderen Video, warum denn das neue Schaltnetzteil, was ich hier getauscht habe, so flach und so klein war. Und da will ich auch nochmal drauf eingehen. Zunächst will ich mal ganz kurz auf den Stromlaufplan eingehen und zeigen, was mir da aufgefallen ist. Deswegen nehme ich jetzt erstmal alle Teile hier kurz weg. Hier ist nun der von mir gezeichnete Stromlaufplan zu sehen von diesem primärgetakteten Schaltnetzteil. Das müsste auch einigermaßen vollständig sein. Und bevor ich auf diese ganze Konstellation hier mal eingehe, möchte ich mal auf eine Sache kurz hinweisen, die mir aufgefallen ist. Und zwar habe ich da auch schon geschrieben, Designfehler, Fragezeichen. Es ist ja bei so einem Netzteil so, dass die Wechselspannung, die 230 Volt, zunächst gleichgerichtet werden. Und die gleichgerichtete Spannung geht dann hier an Trafo, beziehungsweise dieser Trafo wird dann von der anderen Seite getaktet, hier über so ein IC. Bei dieser Konstellation hier wundert es mich, ich schiebe das mal hier ein bisschen runter und zoome da mal rein, da wundert es mich sehr, dass hier auf dieser Seite dieser VDR ist. Der VDR ist ja eigentlich so ein Überspannungsschutz. Der müsste eigentlich immer vorne sein, um die gesamte Schaltung zu schützen. Und das wundert mich doch sehr, dass der hier auf der rechten Seite ist. Wenn es jetzt so zum Fehlerfall kommt, also eine Überspannung, dann wird diese Spannung hier gleich durchgeleitet bis zum VDR. Der würde das, sag ich mal, kurzfristig erkennen. Der würde also kurzfristig niederohmig werden. Und dann würde natürlich auch ein heftiger Strom fließen, nämlich durch alle Bauteile, die hier zu finden sind, nämlich Widerstand, diese Spule, der Brückenleitrichter und diese Spule. Und das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Wenn also sowas dauerhaft passiert, meinetwegen durchs Einschalten, dann nehmen die Bauteile hier irgendwie Schaden. Und ich nehme mal an, dass eine von den Bauteilen hier kaputt ist, sodass auch immer beim Einschalten hier dieser Widerstand dann gleich hochgegangen ist. Bei dieser Konstellation gehe ich davon aus, dass die Spulen eigentlich so einen kurzfristigen höheren Strom aushalten. Allerdings beim Brückengleichrichter wäre ich mir nicht so sicher und deswegen werde ich hier mal nachmessen. Ich habe den auch schon abgelötet. Das ist hier so ein SMD-Brückengleichrichter und da werde ich die vier Dioden einfach mal nachmessen, ob die in Ordnung sind. Ich habe jetzt hier das Multimeter eingestellt auf Diodentest, denn man kann ja hier alle vier Dioden testen, also einmal vom Wechseleingang nach Minus und nach Plus von beiden Seiten sozusagen und dann müsste entsprechend dort das Multimeter eben ungefähr 0,6 Volt oder so anzeigen. Ich fange mal hier unten rechts an und ich habe hier den extra mal festgeklebt, sonst rutscht der immer weg. Also von diesem Wechseleingang zu dem habe ich also Durchgang zu dem auch, das ist also hier mein Plus sozusagen, hier oben rechts der Pin. Bei dem Minusanschluss, da muss ich die Polarität ändern und gehe auch von beiden ran, also einmal von dem. Da haben wir auch 0,6. Und hier hört man, es piept, das heißt, er hat Volldurchgang, das heißt, eine Diode ist tatsächlich kaputt. Ich habe gerade nochmal die Polarität getauscht, also der ist kaputt und muss auf jeden Fall ersetzt werden. Ich hatte jetzt so einen Brückenleitrichter nicht da, sondern so einen normalen. Habe den hier so mal angelötet. Die Polarität stimmt in der Regel. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Erstmal nochmal einen Funktionstest. Ich habe hier auch den Kühlkörper wieder drauf gemacht. Ich werde also eine kleine Last hier anschließen und gucken, ob jetzt das Schaltnetzteil wieder in Ordnung ist.
So, ich habe jetzt hier auf der linken Seite mal das Netzteil angeschlossen, über eine Sicherung auch, sodass, falls da noch was ist, der Widerstand nicht kaputt geht, sondern die Sicherung fliegt. Und auf der rechten Seite habe ich eine Last angeschlossen. Hier, dieser Draht geht hier an die LEDs und habe da parallel dazu noch ein Multimeter angeschlossen. Und ich schalte jetzt einfach mal ein und es müssten eigentlich 24 Volt rauskommen. So, eingeschaltet ist es. Passieren tut nichts. Deswegen schalte ich gleich wieder aus. Das heißt, da ist noch was anderes defekt. Ich vermute, jetzt nachdem ich das so mir mal angeguckt habe, dass es hier dieses IC ist. Allerdings ist es jetzt so, dieser Viper 12, ich habe mal nachgeguckt, der kostet alleine schon 3 Euro, glaube ich. Den werde ich jetzt also nicht tauschen. Und aufgrund dieser Tatsache hier mit dem VDR möchte ich eigentlich so dieses Netzteil nicht weiter verwenden. Das heißt, hier war es auch mal wieder nur ein Versuch einer Reparatur. Das heißt, ich werde hier abbrechen. Und bevor ich zum Ende komme, natürlich will ich ganz kurz nochmal hier auf den Stromlaufplan eingehen. So ein primär getaktetes Schaltnetzteil, da sagt der Name schon, da ist irgendwas auf der Primärseite hier vom Trafo getaktet. Und zwar erfolgt diese Taktung hier über dieses IC. Und das IC braucht natürlich auch eine Versorgungsspannung und das Gehälz normalerweise hier über die gleichgerichtete Wechselspannung von den 230 Volt. Deswegen ist es bei diesen Netzteilen wichtig, darauf zu achten, dass man hier wirklich eine sehr hohe Gleichspannung hat. Deswegen habe ich auch diesen Pfeil hier gezeichnet. Also hier ist es ultra gefährlich. Hier wird getaktet über dieses IC. Und dieses Taktsignal, dieses Wechselsignal, das wird ja vom Trafo übertragen. Ganz normal, ist ja eine Wechselspannung, die übertragen wird hier. Die geht dann auch raus. Wird hier nochmal gleichgerichtet über diese SF24 hier in dem Fall und nochmal ein bisschen gefiltert. Allerdings findet noch Folgendes statt. Es wird nochmal sozusagen hier gemessen, wie groß die Spannung ist. Und diese ganze Konstellation hier mit diesen RC-Sachen, die werden hier zu diesem Optokoppler geleitet, diesen PC817. Und der wieder überträgt das dann hier an das IC. Das heißt, es ist hier dieser Feedback. Und der regelt dann nach, je nachdem, wenn hier eine Last dran ist und die Spannung vielleicht ein bisschen runter geht, dann wird das sozusagen hier nachgeregelt, dass die Pulsbreite, das ist ja ein PWM-Signal, was hier erzeugt wird, dann zum Beispiel länger wird. Man sieht hier auch sehr schön die galvanische Trennung hier zwischen, also zwischen Ein- und Ausgang gibt es eine galvanische Trennung. Das ist ganz wichtig natürlich bei Netzteilen generell. Man sieht auch, so eine Art von Netzteilen sind doch weitaus aufwendiger als zum Beispiel nur ein Schaltregler, also ein DC-Konverter oder sowas. Da ist also eine Menge dahinter, dass man die Sachen auch richtig berechnet und dass das Netzteil auch gut regelt. Das Prinzip von primär getakteten Schaltnetzteilen findet man natürlich unter anderem bei Laptop-Netzteilen oder PC-Netzteilen. Die Taktfrequenz hier bei dem IC beträgt 60 kHz, also weitaus mehr als 50 Hertz, was ja beim normalen Trafo der Fall ist. Und deswegen kann dieser Trafo, der hier ist, auch sehr klein werden. Und da war ja die Frage, warum ist denn das neue Netzteil, was ich da eingebaut habe, so flach? Naja, weil wahrscheinlich hier die Taktfrequenz da weitaus höher ist. Die werden auch kein Viper 12 dort verwenden, glaube ich zumindest nicht. Also wenn man hier die Taktfrequenz sehr viel höher wählt, dann kann auch dieser Trafo noch kleiner werden. Das ist also der Grund, warum das neue Netzteil sehr flach ist. Ja, und das war es eigentlich schon wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.